So, meine Freunde, wir sind hier wieder in Minecraft und heute gibt es die nächste Mythe und zwar Giant Alex. Ihr wisst ja, in der letzten Folge haben wir versucht, Tiki zu beschwören. Hat sehr erfolgreich funktioniert, um genau zu sein, gar nicht. Aber diese Mythe soll anscheinend echt sein. Ja, das sagt man ja gerne mal, dass jede Mythe anscheinend echt sein soll. Aber ich möchte auch nicht zu lange labern, wir werden es direkt versuchen. Das hier ist das Seed. Wir werden einfach direkt auf Done klicken, create uns direkt die neue World. Und dann müssen wir sehr vielen Sachen nachgehen, ja. Wir dürfen auf gar keinen Fall eine Sache falsch machen. Und die ist es, den genauen Weg laufen, welchen wir vorgegeben bekommen haben. Und warum spawn ich im Wasser? Und hier ist direkt mal so ein Tempel. Okay, das ist natürlich sehr interessant mal wieder hier. Okay, also wir spawnen auf eine Insel oder im Wasser. Okay, also wir werden jetzt hier erstmal normal Holz dran holen. Wir müssen halt einfach so tun, als würden wir ganz normal Minecraft spielen, als wäre hier nichts, als würden wir nicht wissen, was wir hier machen. Holen uns das ein oder andere Holz dran und dann müssen wir durch das Meer auf eine andere Insel kommen. Da müsste überall schwarzeichig sein. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Ich werde es jetzt einfach suchen und wir müssen uns halt auf jeden Fall beeilen. Vielleicht schaue ich auch nochmal, wie das der eine Typ es gemacht hat, dass da anscheinend ja wirklich Giant Alex zu finden gewesen ist. Also es soll anscheinend auch wichtig sein, dass wir auf jeden Fall mit der Version 1.12.2 reingehen plus Optifine. Also es darf jetzt keine Vanilla-Version sein, weil ihr seht ja, ich habe hier F3 und da sieht man, glaube ich, irgendwo, dass es Optifine sein soll. Ja genau, da ganz oben, ich kann ja mal ranzoomen und dann erkennt man, dass es 1.12.2 Optifine ist. Ja und jetzt ist es einfach wichtig, dass ich hier 3 Minuten rumrenne, die ein oder anderen Tools vielleicht mal machen und dann in diese Richtung schwimmen. Da soll ja wie gesagt dann so ein Schwarzwald erscheinen. Jetzt heißt es einfach durchschwimmen bis zum geht nicht mehr und dann sehen wir uns bei der anderen Seite wieder, meine Damen und Herren. Okay, hier sind wir auch schon. Das ging eigentlich voll schnell. Ich dachte, ich muss hier so 10 Minuten schwimmen oder so. Und ganz richtig ist es, hier sehen wir 3 Sandberge und wir müssen auf diesen Sandberg hier absteigen. Ja, und keine Ahnung, warum es so eine große Rolle spielt. Oh, okay. Danke, Boot. Okay, das soll anscheinend eine sehr große Rolle spielen. Aber okay, wir sind jetzt hier auf der Insel. Und jetzt müssen wir auf dieser Insel so schnell wie möglich am besten, denke ich mal, eine Höhle finden und dann eigentlich die ganze Zeit in dieser Höhle verbringen, bis wir entweder irgendein Stampfen hören oder bis es schon etwas orange ist. Also der Himmel muss etwas orange sein und dann ist es ein Zeichen, dass wir losgehen dürfen. Oh mein Gott, endlich habe ich die Höhle gefunden. So, in dieser Höhle müssen wir jetzt rein und 2 Minuten hier sein. Guckt euch das an, wie lange ich hier schon gebraucht habe. Jetzt müssen wir in diese Höhle hier rein. Einfach ein bisschen, keine Ahnung, die üblichen Sachen halt machen, was man in Minecraft macht. Holz abbauen, Stein abbauen. Bisschen Eisen ranholen, die Stars. So 2 Minuten müssen halt eigentlich schon wirklich lang vorbei sein. Also ich baue hier die ganze Zeit meine Sachen ab und alles. Ich habe auch noch die Höhle gesucht, aber es sieht immer noch eigentlich ganz gut aus. Also es ist immer noch hell. Okay, die Sonne geht langsam unter. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Und es sieht sogar gut aus. Ich glaube, jetzt könnten wir losgehen. Es sind sogar schon Sterne im Himmel zu erkennen. Okay, ich habe mir natürlich jetzt keine Waffe gemacht. Aber wir müssen durch diesen See hier. Und dann müssen wir warten, bis es Mitternacht ist. Und dann müssen wir einfach so rumlaufen bei den ganzen Bergen hier. Und dann sollen wir Giant Alex anscheinend sehen. Ich habe jetzt keine Schritte gehört, ich habe jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, was gehört. Das heißt, es ist eigentlich alles... Ja, was gehört. Ich habe es mal ein bisschen heller hier gemacht, Alter. Das kannst du ja nicht geben, ey, wenn es hier so dunkel ist. Ja, und jetzt einfach bei den Bergen rumlaufen und einfach anscheinend hoffen, dass sich hier Giant Alex finden. Und jetzt, ungefähr hier oben, sind wir auch schon mal ganz gut eigentlich angekommen. Irgendwo hier sollten wir jetzt vielleicht mal so Fußstapfen von diesem Giant Alex finden. Ja, ich werde euch einfach mal Bilder einblenden, wie diese Fußstapfen denn aussehen von Giant Alex.
Okay, dahin sind ein paar Kürbisse, gut. Ich denke mal nicht, dass es ein Anzeichen dafür ist, dass hier Giant Alex irgendwo sein sollte. Aber es sollte eigentlich hinter einem Berg auftauchen. Hier ist... Okay, der Mond... Der Mond ist ja... Ist normal, er ist weiß, er ist nicht rot wie in den letzten Folgen. Also warum auch immer der rot war, das kann ich mir ja gar nicht erklären. Und irgendwann soll er einfach so hinter den Bergen auftauchen. Weiß nicht warum... Okay, never mind, die greift mich doch an. So. Und hier muss irgendwo Giant Alex erscheinen. Wo? Weiß ich auch nicht. Und warum ist das so ein sauberer... Boah, guckt euch das an. Das sieht ja richtig sauber aus. So ein richtiger Turm. Und ich... Falls ich mich nicht irre, sollte Giant Alex jetzt einfach hinter diesem Berg sein. Jetzt... Okay, jetzt ist die Anspannung sehr hoch. Es ist noch nicht Mitternacht. Es ist noch nicht so lange Nacht. Deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob man hier irgendwie irgendwelche Anzeichen schon mitbekommen sollte. Also Fußstapfen sollte man ja schon erkennen. Aber ich habe jetzt nicht wirklich Fußstapfen gefunden. Und hier ist auch kein Giant Alex. Okay. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Junge, ich dachte wirklich... Alter, da hat einfach nur was geladen. Ich dachte, da wäre gerade dieser Giant Alex gespawnt oder so. Oh mein Gott, Mann. Oh ne, jetzt hat er mich... Oh mein Gott. Also okay, hier ist kein Giant Alex, hier ist kein einziges Anzeichen von irgendeinem Giant Alex oder so. Weswegen ich einfach mal sagen würde, lass uns einfach mal ein bisschen rumlaufen. Und das hier erinnert mich sehr an den Screenshot von Giant Alex. Denn ungefähr da soll auch nochmal Giant Alex stehen. Oh, ich dachte gerade, das wäre so ein Fußstapfen. Aber es sieht eigentlich alles gut aus. Okay, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt darüber freuen soll oder nicht. Aber ihr könnt es natürlich auch gerne mal selber ausprobieren und mir dann in die Kommentare schreiben, ob hier irgendwie was bei euch passiert ist, ob hier irgendwie paranormale Sachen passiert sind, ob da ein Schaf vom Himmel geflogen ist oder so, keine Ahnung. Lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren Bescheid wissen. Und falls ihr irgendwie was bemerkt habt, dass ich was falsch gemacht habe, dann lasst es mich auch in den Kommentaren wissen. Dann lasse ich einfach dieses Video nochmal neu laufen und wiederhole es einfach. Und dann werden wir einfach nochmal hoffen, dass Giant Alex hier irgendwo spawnt. Aber wie wir erkennen können, ist hier gar nichts. Also anscheinend war auch diese Mythe fake. Klar, Mythen, Creepypastas, die sind immer fake, sagt man ja so. Die anderen sagen, wow, nee, die sind alle echt. Deswegen probieren wir einfach die ein oder anderen Mythen auf diesem Kanal aus. Die ein oder anderen Horror-Stories, die ein oder anderen Creepypastas, keine Ahnung. Auf jeden Fall auch. Boah, auf jeden Fall auch danke an Creepy Smalltalk, weil an dem orientiere ich mich hier gerade. Dass ich hier diese ganzen Videos mache, ist halt eigentlich komplett kopieren, ne? Egal, meine sind qualitativ besser. Nee, Freunde, also, falls euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Lasst auf jeden Fall, wie gesagt, einen Kommentar da und ihr könnt mich natürlich auch gerne abonnieren, falls ihr mehr Bock auf solche Videos habt. Und natürlich, Videovorschläge könnt ihr auch immer in die Kommentare schreiben. Ich blende euch dann auch in dem Video ein, falls ihr auch wollt. Und ja, Freunde, also keine Ahnung, das soll es dann mit dem Video gewesen sein. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Ich liebe euch über alles, meine Damen und Herren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.